Moin Leute, mein Name ist Jan Schofs und herzlich willkommen wieder hier auf dem Foxway Channel. Ich möchte euch heute einmal mitnehmen hier zum Deutschen Rhein, um euch zu zeigen, wie ich mit Naturköder auf Zander angel. Und das nicht beim Ansitz, sondern beim aktiven Angeln. Ich habe zwei Routen heute mit. Einmal möchte ich mit der Route jiggen und einmal habe ich hier so eine faule Variante mit dem Dropshot. Und wie es genau funktioniert, das zeige ich euch jetzt. So, jetzt haben wir den ersten Fisch auf Naturköder. Schöner Portionsfisch. Hat sich eine kleine Rotauge weggeholt und mit dem Dropshot befangen. Und dieser Haken hängt meistens dann immer perfekt im Maulwinkel oder oben, ja quasi oben im Maul drin, an der Nase. Und ja, richtig schöner, stattlicher Fisch. Wunderbar, freut mich. Jetzt erstmal eben zur Montage, bevor ich jetzt gleich weiter angel. Ich habe hier ein Fluorocarbon angeknüpft, ohne Wirbel an meinem 13er Geflecht. Und dann kommt hier so eine Stärke, eine 35er Fluorocarbon, reicht hier am Rhein vollkommen aus. Wenn ihr irgendwo am Gewässer seid, wo viele Hechte sind, könnt ihr auch so fischen. Bloß dann würde ich das Fluorocarbon etwas dicker wählen. Da reicht ein 40er, ein 45er auch schon aus. Denn meistens oder eigentlich zu 100%, wenn die Hechte beißen und sich euren Köderfisch oder euren Gummi am Dropshot wegholen, zieht ihr diesen Haken oder entweder schafft das nicht, diese Schnur zu inhalieren, sondern nur wirklich euren Köder mit eurem Haken. Oder falls er euer Vorfach zusammendrückt und dann den Haken etwas tiefer einsaugt, zieht ihr trotzdem den Haken so weit raus, dass er wirklich nur an der Lippe hängen bleibt. Und so habt ihr eine gute und eine realistische Chance, auch mal einen Hecht, der aus Versehen an eurem Köder geht, ja, zu überlisten. Aber hier reicht ein 35er Fluorocarbon. Habe ich ungefähr, jetzt hier sind es noch 70 cm. Ich habe gerade schon mal ein bisschen gekürzt, weil ich ein bisschen mit Muscheln hier Probleme gerade hatte. Aber das, deswegen könnt ihr auch euer Vorfach etwas länger wählen, ruhig einen Meter oder 1,50 m. Und somit könnt ihr ohne eure Schnur immer wieder oder eure Beinschnüre immer neu zu verbinden, könnt ihr dann einfach euren Haken abschneiden, nochmal auf dem Fluorocarbon euren Haken nochmal neu anbinden und könnt dann so zwei, dreimal ja, beschädigte Schnur tauschen oder abschneiden. Den Haken, den wähle ich relativ klein. Das ist unser Dropshot-Haken, eine ganz, ganz feine Variante eines Dropshot-Hakens. Das ist hat folgenden Vorteil, gerade wenn ich mit Naturköder arbeite, hämmert dann so ein Zander auf unseren Naturköder und es ist nicht immer die Chance, direkt beim Biss den Fisch zu verwerten. Deswegen arbeite ich gerne halt damit, dass ich meine Rute dann einfach runternehme, sobald der Biss gekommen ist. Und der Zander kann erstmal noch in aller Seelenruhe auf diesen Köder beißen. Und weil ich jetzt so einen dünndrähtigen und kleinen Haken habe, haben wir da die Chance, dass er den Haken natürlich auch nicht spürt. Und wenn wir natürlich mit einem gröberen Haken arbeiten, kann sein, dass er dann auf den Haken rumkaut und und dann lässt der Zander los, weil er meistens sensibel ist und dann haben wir halt Pech und wir verlieren ihn oder schaffen ihn noch nicht mal zu haken. Ja, normales Dropshot-Blei. Hier habe ich jetzt ein 15 Gramm, das wähle ich immer so leicht wie möglich. Das ist auch so das Maximale, was ich am Rhein benutze. Da kann ich natürlich nicht mitten in der Strömung mitarbeiten, aber hier unten in den Budenkesseln geht das optimal. Und natürlich, wenn ihr an einem Polder seid oder irgendwo an stille Gewässer, dann könnt ihr auch noch leichter angeln. 5 bis 7 Gramm ist so das Normale, was ich dann bei dieser Variante fische. Also relativ leichtes Vorfach, um so wenig Widerstand wie möglich zu bieten. Dazu brauche ich auch eine passende Rute. Ich habe jetzt hier eine Jigger, also eine Terminator Jigger, die 15 bis 50 Gramm hat. Aber wir haben auch eine sehr weiche Spitze. Und das hilft mir auch dabei, wenn der Biss kommt, dass der Zander nicht direkt auf eine knüppelharte Rute draufhämmert und dann Widerstand merkt und loslässt, sondern er geht erst in die weiche Spitze rein. Dann merke ich das natürlich, gehe mit meiner Rute runter. Der Zander hat nicht gemerkt, dass er irgendwo in eine Falle getappt ist. Er kann rumkauen
und dann können wir die Rute, die Schnur etwas strammen und dann so nach so 3, 4, 5 Sekunden können wir dann den Anhieb setzen und auch da ist die, der Faktor eigentlich recht hoch, dass wir dann halt die Bisse verwerten können. Ja, eine 4000er Rolle drauf, wie gesagt 13er geflochtene Schnur, ja, das ist mein Setup, was ich jetzt hier benutze, um auf Zander zu angeln. Diese Variante nutze ich sehr gerne, um die Fische zu suchen in so einem Buhnenkessel. Wenn ich die Fische gefunden habe, aber sie wollen jetzt nicht so wirklich richtig, dann gehe ich dann nochmal, versuche ich die Jungs nochmal zu jiggen. Jetzt habe ich erstmal meinen Rucksack gejiggt. Versuche ich die Jungs zu jiggen und dafür brauche ich eine etwas stärkere Route, eine ganz normale Jig-Route. Hier habe ich die Jigger X als neue TI-Version. Die hat 20 bis 60 Gramm, die ist schön straff, da könnt ihr auch sofort, sobald die Bisse können, sofort anschlagen und ja, damit einen guten Konter setzen. Jiggen tue ich mit einem Fireball, da habe ich meine Naturköderspindel, also wenn ihr meinen Channel verfolgt, dann wisst ihr auch, was eine Naturköderspindel ist. Habe ich die Naturköderspindel draufgezogen, da kommt natürlich auch mein Köderfischchen dran. Und da jigge ich dann mit über den Boden, ganz normal, wie ihr mit einem Gummi angelt, entweder faulenzen oder halt ganz normal jiggen. Und da könnt ihr dann halt auch vielleicht nochmal den einen oder anderen Räuber mit überwältigen. Ja, funktioniert ganz gut. Aber jetzt hat das Dropshot-Angeln hat sofort den Erfolg gebracht, deswegen bleibe ich erstmal dabei. So, wie ich es gerade schon erwähnt habe, befinde ich mich hier am Deutschen Rhein und wir haben jetzt hier so ein Endstück bis eben warten, Fisch hängt. Geil! Wir befinden uns hier in der Außenkurve, einer der ersten Buhnen und anscheinend sitzen hier die Fische wirklich auf einen Punkt. Ich habe jetzt ein, zwei Würfe schon gemacht, gerade schon einen Fisch gefangen und jetzt kommt hier wieder so ein kleiner Rabauke hoch. Scheinen keine großen Fische zu sein. Ja, noch ein kleinerer. Der hat noch nicht mal das Maß. Den versuche ich so zu keschern, so rauszuholen. Hängt auch nur ganz knapp. Jetzt haben wir hier so einen ganz, ganz kleinen Zander. Jetzt nochmal zur Erklärung, ich befinde mich hier in der Außenkurve am Rhein und habe mir hier diese Stelle ausgesucht, weil sie besonders tief ist. Ich mag auch gern dieses steinige Ufer und ich fächer so jetzt in der Buhne, fächer ich mit dieser Variante den Bereich ab und merke dann auch, wo die Zander häufiger stehen oder angehäuft stehen. Das ist jetzt hier so der Fall gewesen. Jetzt weiß ich ganz genau, hier auf einem Bereich direkt vor mir kamen beide Fische, dass hier auch mehrere Fische hier sind. Ich habe schon ganz am Rand gefischt und hier unten vorne in den großen Wirbeln drin. Da kamen keine Bisse und deswegen halte ich mich jetzt auch hier in diesem Bereich auf. Ich mache, wie gesagt, keine Gewaltwürfe. Ich muss jetzt nicht zwingend bis in die Mitte von der Buhne rein, sondern das reicht, wenn ich hier so 15, 20 Meter auswerfe. Einfach hier so einen schönen Pendelwurf, vorsichtigen, das reicht schon. Lasse jetzt da aber am offenen Rollenbügel eben meine Schnur sinken, beobachte meine Schnur, habe meinen Daumen noch hier auf der Rolle drauf, weil ich genau da runterkommen möchte. So, Bügel rum, Schnur stramm halten, dann kann der Köder erstmal stehen bleiben. Wirklich an strammer Schnur bleibt der Köder stehen. Und wenn ich einen Biss bekomme, das merke ich sofort, dann gibt es einen kleinen Tock. Also das Tock, was jeder erwartet, dann nehme ich meine Route eben kurz runter, zähle bis meine innere Uhr, die weiß ja schon selber, aber normalerweise reichen so 2 bis 3 Sekunden. Dann hat meistens der Zander nochmal nachgepackt und dann kann ich einen Anhieb setzen und dann hängen. Im großen Teil hängen dann auch die Fische. Route schön hoch, jetzt ist das natürlich ein bisschen blöde wegen dem Wind. Natürlich greift jetzt immer die Schnur die Schnur. Aber trotzdem mit ein bisschen Gefühl hat man das eigentlich ganz gut raus. Auch mit dem 15 Gramm Blei komme ich super klar hier. Könnte sogar noch runtergehen auf 10 Gramm. Das würde ich auch sehr penibel ausprobieren, was das Leichteste ist, was ihr fischen könnt.
Aber mit 15 Gramm hat jetzt zweimal funktioniert. Und ich hoffe noch auf ein drittes Mal. Die Zander sitzen auch immer an unterschiedliche Stellen. Ich glaube jetzt nicht, oder das ist meine Theorie, dass die Zander jetzt großartig aus diesem Kessel komplett verschwinden, wenn sie morgen jetzt an dieser Stelle nicht mehr da sind. Glaube ich einfach nur, dass sie sich irgendwo anders hier abgelegt haben, dass sie vielleicht näher Richtung Strömung gegangen sind oder teilweise auch direkt hier vor den Füßen entlang arbeiten. Und deswegen habt ein bisschen Vertrauen in eure Stellen und fächert immer wieder erneut eure Stellen ab. Und somit findet ihr auch irgendwann mal wieder eure Fische. So, zur Anköderung. Nutze ich nur normal oder gehe ich ganz normal per Nosehooking in den Fisch rein. Wenn ich größere Fischchen habe, nutze ich hier so gern so meine Naturköderfischspindel. Das ist so ein Baitholder, so ein Lure-Halter, also ein Köderfischhalter, um halt für Shallow Rigs oder etc. Hecht Rigs zu bauen. Die habe ich ein bisschen aufgepimpt mit so einem Schrumpfschlauch vorne auf der Öse. Die drehe ich normalerweise in dem Fischchen rein. Somit hält das Köderfischchen wesentlich länger bei Würfe. Ich kann auch ein paar Gewaltwürfe machen. Wenn ich dann die Spindel reingedrückt habe, gehe ich dann in das Maul vom Fischchen mit dem Haken durch das Gummi und durch den Schädel vom Köderfischchen und das passt perfekt. Das könnt ihr aber nochmal nachsehen bei mir auf der Facebook- oder Instagram-Seite. Da habe ich es euch ein paar Mal schon beschrieben. Und ja, jetzt zeige ich euch mal, wie ich jetzt sofort losziehen werde. Dann nehme ich einfach unseren Dropshot-Haken, dann gehe ich in das Maul des Fischchen rein, nicht unten drunter, sondern in das Maul des Fischchen rein und dann versuche ich wirklich auf der Höhe der Augen oder bei den kleinen könnte man vielleicht noch ein bisschen weiter nach hinten rein, könnte man dann in den Drop, so. Und ich drücke jetzt die Spitze vom Dropshot-Haken noch nicht durch das Fischchen. Ich suche jetzt erstmal, wo die Spitze rauskommt. Mit meinem Daumen lege ich jetzt oben drauf. Drücke jetzt ganz vorsichtig. Jetzt merke ich, dass er genau in der Mitte rauskommt. Man sieht es auch schon. Genau in der Mitte vom Schädel kommt die Spitze raus. Und dann gehe ich ganz vorsichtig durch diesen Kopf durch, bis der Widerhaken durch ist. Und dann kann ich den Haken durchschieben. So ist es perfekt. Trotzdem jetzt bei dieser Variante relativ vorsichtig werfen, gerne auch mit so ein paar Unterhandwürfe oder Unterarmwürfe und nicht zu harte Gewaltwürfe, sonst reißt mir natürlich der Kopf ab und wir haben dann einen Köderfisch sofort verloren. So, das Wetter hat sich ziemlich verändert. Und jetzt nach drei Bissen und zwei Zandern kam jetzt nichts mehr. Ich denke, die Stelle da, wo ich die Fische hatte, ist jetzt leer gefegt. Jetzt werde ich mal aufs Jiggen gehen, ein bisschen ins Tiefere und vor allem da, wo ein bisschen mehr Strömung ist, um da vielleicht die Fische zu finden, die jetzt aus Reaktion beißen müssen, weil sie halt in der Strömung drin sitzen. Dazu benutze ich jetzt so eine Grundel und den Fireball, den ich euch gerade gezeigt habe. Da auch wieder die Köderfischspindel reingedreht. Wer sonst noch Fragen hat über die Köderfischspindel, könnt ihr mich einfach anschreiben über Facebook. Da gebe ich gerne Auskunft drüber. Ganz normal durch das Gummi gezogen und dann durch den Schädel der Grundel. Und daher ist es zum Vorteil, mit einer Grundel zu angeln, weil sie selber auch sehr stabil ist, hat einen sehr, sehr dicken Schädel. Und hiermit könnt ihr jetzt, ich weiß nicht, wie viel Würfe sie tatsächlich jetzt schafft, aber irgendwo habe ich mal mit einer Grundel und einem Jigkopf über 70 Würfe gemacht, bevor sie abgefallen ist. Und ich glaube, das sagt schon einiges aus. Das zupfe ich jetzt über den Boden, ganz normal gejiggt oder gefaulenzt und versuche damit natürlich dann noch einen Zander zu überlisten. Ja, ich hoffe, das Wetter bleibt konstant. Der Wind wird immer schlimmer. Der soll bis 8 Meter pro Sekunde noch werden heute. Ich denke, dann ist es auch für uns vorbei. Dropshot jetzt zu führen. Bei dem Wind ist natürlich sehr schwer. Immer wieder haut der Wind in die Schnur rein und man hat da wenig Kontrolle jetzt, ja, um einen Biss zu erkennen halt, ne? Gut, ich versuch's mal, bevor es noch schlimmer wird. Yeah.
So, ich bin jetzt hier vorne am Budenkopf und bin jetzt ein bisschen hier mehr in die Strömung reingegangen. Versuche ich erstmal mit V-Lenzen an der Strömungskante mit 20 Gramm Fireball. Gegebenenfalls werde ich gleich noch ein bisschen schwerer fischen, um dann vorne rausschmeißen. Das ist natürlich sehr unentspannt, nach vorne rauszuschmeißen. Aber erstmal versuche ich jetzt hier an der Strömungskante die Fische zu überlisten. Alles spricht natürlich dafür, dass heute ein schöner Angeltag ist. Die Wetterbedingungen sind jetzt schon seit ein paar Tagen konstant. Und heute ist auch wieder relativ trüb, bis auf heute Morgen, wo die Sonne rauskam. Wasser ist trüb, Wasserpegel steht auch stabil, Wassertemperatur ist auch sehr stabil bei 14 Grad. Und ja, spricht nichts dagegen, dass eigentlich nie, die Fische zickig sind, aber so ist Angeln. Ab und zu mal kann es auch ein bisschen schwieriger sein. Jetzt haben wir Feierabend. Ich habe jetzt innerhalb von 3,5 Stunden 3 Buhnen abgearbeitet. Hier die Buhne, wo ich jetzt gerade draufstehe, habe ich hier wirklich nur einen kleinen Raum hier abgeangelt, da wo ich auch auf der anderen Buhne den Biss oder die Bisse bekommen habe. Tatsächlich habe ich nur 3 Bisse gehabt und 2 Fische verwertet, aber diese Bisse kamen in einer ganz, ganz kurzen Zeit. Also innerhalb von 5 Minuten hingen beide Fische und das war es dann auch. Mehr Bisse kamen auch nicht. Und ich denke, das liegt einfach daran, vielleicht ist es auch nur eine Ausrede, dass ich meine, dass ein ganz kleines Beißfenster da war. Sicherlich gleich, wenn die Dämmerung anfängt, wird es natürlich noch ein bisschen besser. Bloß dann wird es mit Dropshot oder Jiggen mit Köderfischen relativ schwierig. Dann kann man natürlich besser wieder den Wobbler auspacken. Trotzdem möchte ich euch diese Angelmethode sehr ans Herz legen, denn es macht mega Fun, wenn der Fisch kommt, auf dem Dropshot draufhämmert und du nimmst deine Rute etwas runter und wartest dann 2-3 Sekunden und dann fängt euer Herz schon an zu pulsieren. Das macht einfach mega Bock. Adrenalin ist viel länger bei euch im Körper und dann spannt ihr die Schnur wieder an. Nimm Kontakt auf, merkt dann halt, wenn der Zander kommt und dann schlagt er an und dann geht natürlich so eine Drill-Gaudi los. Aber ihr habt dann einfach noch wesentlich länger Spaß an der ganzen Szenerie von einem Biss. Und deshalb möchte ich euch das am Herz legen, macht mega Fun und ja, probiert es einfach aus. Und dann bleibt nur noch eins zu sagen, bis dann, euer Jan.